oder so. Ich gebe es noch frei. Komm, starte. Timo? Bitte Richtung A. Ja? Timo? Ich denke, ein bisschen blind. Meine Waffe ist leer. Timo? Ich habe ihn nicht gesehen hinter der Box, tut mir leid. Timo? Ich habe nicht so gute Texturauflösung wie du. Oh. Musterklar, Waffen wechseln zu. Wo soll der denn sein, wenn er da vorbeischießt, Timo? Timo? Ich hab die Schüsse zuerst nicht gesehen, Junge. Timo? 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 Mensch, war! Timo? Boah, jetzt kann ich das Zwischencut nehmen, ey, was ist so? Timo, warum hab ich meinen Helm nicht auf? Also, Synonym für armes Durchfallloch, döde Verwendungsort, dunkelste Öffnung des Körpers, dunkles Loch, Donnergrube. Donnergrube. Ich stell mir sofort immer alles in den Alter Kai. Ja, komm. Pass auf, hinter dir! Da! Kein Glück, 95 in 3, was habt ihr denn gehittet? Das ist unser Schatz, du kannst da reingesterbst, du! Ah! Fall, dass du jetzt machst, denn macht das schön vor! Er hat den Chefkoch umgebracht! Ah! Den Chefkoch! Den Chefkoch! Junge! Das finde ich auch nicht gehört! New Crime. Ja, noch leben. Nein, New kommt hier raus, dann kann ich mitleben. Wenn New raus ist, kann ich mitleben. No, okay. Was denn nun? Ja, ich spiel kein New, ich verweigere New, weil es neu ist. Und hässlich. Und gay. Und schwule Schwuchtelscheiße. Und Kai. Ach, Scheiße. Das ist nämlich das Schlimmste von allem, weißt du? Und es ist Kai. Nice. Wunderbar, wichtig. Ja. Also wenn Markus sagt, dass die Runde wichtig ist, dann muss der Stück. Will jemand die Arbeit? Ja. Jede Runde ist wichtig. Ich würde die nehmen. Nee, ich zitiere nur bloß immer Kai. Ja? Muss ich sagen. Und ja, das habe ich von ihm. Was das motiviert. Ah, schade. Da steht's schon. Ey, ist jetzt aber schade. Das war so echt so vorgestellt, so heißt das schade. Eigentlich freue ich mich aber schade. Ah, boah, doof jetzt, ey. Das ist echt Mann. Ärgerlich. Boah. Mehr haben wir einfach nicht drin. So ein knappes Match. Hätte hier nicht sein müssen, also. Ey, schade, 16, 14, 15. Kann man ja immer was. Ihr müsst schon 13, 13, ey. Der Spruch ist echt asozial, nicht? Hätte jetzt nicht sein müssen. Eigentlich hätte man das holen müssen. Das war eigentlich schon eine Überlegung. Ja, der Spruch hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen. Ja, die Runde hätte ich das eigentlich eingeplant. Es ist wieder so eine übelst wichtige Runde und da labern wir einfach übelst rein. Das war einfach unnötig. Ja, sorry. Na, ja, schön, ist ja echt schade jetzt. Das war alle kein Geld. Boah, doof, Mann, ey. War es jetzt ein Unentschieden? Ah, das tut viel. Ja. Das hätte jetzt eigentlich Vorgeschichte sein müssen. Habt ihr nicht zwischendurch geführt? Ja. Also das hätte jetzt nicht sein müssen, das Unentschieden. Das hättet ihr auch gewinnen können. Tja, tut jetzt weh an der Stelle. Hätte jetzt nicht sein müssen. Hätte es echt nicht sein müssen, also. Die Zitate aufnehmen, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, lass das mal machen, also das hätte jetzt nicht sein müssen. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ohne Spaß. Aber Cash hätte es auch nicht sein müssen, ey. Niklas, musste das sein müssen? Ja, das hätte sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Mann, Peter, das hätte wirklich nicht sein müssen. Oh je. Mann, der Molly hätte echt nicht sein müssen, ey. Hätte jetzt nicht sein müssen, vielleicht. Niklas, das hätte 46. Nicht sein. Ich hab ihm Mailer gedrückt durch die Wand, Alter. Das hätte auch wirklich jetzt nicht sein müssen. Okay, du musst nämlich fragen schon, dann fangen wir vielleicht die Geschichten an. Bist du schwul? Nein. Keine Geschichte, sorry. Bist du bisexuell? Nein. Das ist genau wie schwul sein. Bist du so sexuell? Hast du die Sex? Bist du asexuell? Nein. Hast du die Eigenschaft? Gift? Nein! Ey, Mitz, bist du jemand, der Gegenstände heiratet und liebt? Nein! Hast du Sex mit Tieren? Nein. Wobei, guck mal, jetzt hab ich wieder eine Geschichte. Es gab mal einen Typen, der hat mal gesagt, dass er meinen Hund ficken will. Dann hab ich ihn einfach zusammengeschlagen. Ich hasse mein Leben. Wir gehen wieder auf die Mikrowelle. Oder komm, wir gehen auf die Mikrowelle. Wir gehen kochen. Mit einer Mikrowelle geht ihr kochen, okay?
Ja, für mich ist Mikrowelle kochen. Muss ich auch einen Kurs. Holst mal eine Banane aus dem Kühlschrank. Nein, die Mikrowelle kochen, du musst dir was Eigenes für diesen Topf sitzen. Nimm den Topf da. Das ist ein Topf. Auf mir ist ein Topf. Ach ja. Du drauf, kannst du reinschalten. Kannst du reinschalten. Was? Ja! Mann! Kostet Grabe unfair. Und da drin, da sitzt er. Oh Mann, ich hab nichts anderes. Der Monetarisierungskapital ist mit Haut und Haaren. Okay, Dino, gelb. Was hoffst du? Grabe unfair. Jetzt wirklich gelb, du Arschloch. Wir sind einfach außer Indien. Ey, warum wird Indiens weggestrichen? Ja, das zählt nicht. Indien ist ein richtiges Wort. Die schön sehen Indiens. Und das schreibt man sowieso. In Indiens Hauptstadt. Alter. Ja, dann ist klein geschrieben. Das ist groß geschrieben, echt. Aber ist Indiens geschrieben. Und ja. Meinetwegen Indien. Das könnte eine Band sein, weil sie klingt so Indiens, ey. Aber was wäre, wenn ich Satz am Anfang habe? Wieso zählt das nicht, weil es groß geschrieben ist? Das verstehe ich gerade nicht. Na, wenn er jetzt das Adjektiv Indiens Hauptstadt nimmt, dann muss ich gleich. Das Hauptstadt groß ist. Aber ich habe Indiens am Anfang, weißt du? Aber ich meine. Das ist Indiens Hauptstadt. Ich habe jetzt einen Satz. Indien. Da schreibst du Indien noch so. Indiens Exportprodukte sind. Ah, von Indiens. Aber ja, wenn ich aber sage, Indiens Exportprodukte sind Reis und Nudeln, dann ist das korrekt. Ja, aber Exportprodukte groß sind Indiens. Ja, aber als Satzanfang ist Indiens korrekt. Groß dann. Indiens ist kein Adjektiv. Ja, aber am Satzanfang. Ja, ich meine, es ist am Satzanfang, habe ich das so gemeint. Scheißegal, ob Satzanfang oder nicht. Nee, ist typisch ungerecht. Ja, aber du hast davon auch so einen Satz, wenn du Satzanfang zu haben. Ich hab's dir auch ausgeschrieben. Deswegen gehst du da. Ah, dann schreib ich Punkt Indiens als ist. Ja, nee, jetzt kommt's bei mir. Ey, Mann, das ist ja voll ungerecht. Bingo XX. Ey, wir haben den Propeller weggestrichen. Propeller! Nicht Propeller! Ja, das war denn nicht Propeller! Aber wer sitzt mit auf dem Propeller, Junge? Ja, ich sitz gerne drauf. Ja, bitte mach's mal, wenn der Idee. Ey, Mann, das ist unfair. Ich sitze doch nicht gerne auf dem Arsch, immer ganz ehrlich. Aber da gibt's ja Leute, die darauf stehen. Und man kann nicht auf dem pinken XXL so stehen, ey. Der ist viel zu klein. Der sitzt drauf. Drauf sitzt reicht auch. Ich fühle mich hier wirklich, ey, guck, ich werde hier einfach systematisch beschissen einfach. Penis größer ist abgeschnitten, ist das gleiche. Ach Quatsch. Weil, wenn er abgeschnitten ist, dann ist ja die Größe kleiner. Ja, nö, es geht. Das ist das andere auch. Penis größer. Wenn der eine größere Schwanz hat und das mich wütend macht, töte ich den. Das wäre nicht gut, dass du das bei Kai gelassen hast. Ja, ey, das ist so echt unfair. Hier ist schon wieder ein Beschiss. Übrigens, Afrikaner haben Rolex-Ohren. Und in Afrika gibt's gefährliche Tiere. Ja, das war genau. Voll gefährlichen Schildschäden. Was? Da steht Ruhe vor gefährlich. Mein Blindfisch. Dir geht's aber gefährlich, hier, da hast du keine Ruhe davor. Ja, bitte ich Alter. Ja, was haben Afrikaner was nicht? Afrikaner nicht? Ach so, Mensch, was sie. Das ist eigentlich der letzte Affe gerade. Allein dafür. Ey, wieso denn? Wieso? Wie gut wir uns alle geeinigt haben, was hier. Afrikaner haben nicht Rio de Janeiro, so. Das ist Fakt. Was ist daran falsch? Rolex ist aber auch kein Ding, du Idiot! Ja, aber Rolex und haben Afrikaner bestimmt. Bisschen Kai-Trigger, finde ich gut. Eiswagen, geil. Alter, Kai ist auch. Der Kai ist nur das Simpelste überall, genau. Kai, überleg dir doch mal. Ja. Deswegen wollte ich auch alles raus. Ey, warum du erst Fett weggestrichen, ey? Was ist daran falsch? Wenn Kai ist so. Warum denn? Also, das hab ich. Ey, mal ganz ehrlich, das geht nur noch, weil ich das bin, ey. Wenn der Eis war auch noch weg, dann ist alles für. Du kannst dich auch so schön drauf aufregen, das macht halt Spaß. Ja, ist ja schön, ey. Das ist die korrekte Antwort. Ich hab doch beschissen hier, mach mal was los. Also, wenn keine nächste Runde wieder total einfallslos ist, dann streichen wir einfach alles. Ey, warum denn? Das ist doch korrekt. Ey, das ist. Was ist denn daran falsch? Das ist doch korrekt, ey. Ey, das ist voll unehrenmannhaft, ey. Unehrenmannhaft? Das ist voll unehrenmannhaft, Alter. Ja, das zeigt mal, dass du schwierig bist, Tor 4 zu werden. Der 11. Mann! Kai hätte ihn nicht mal gehört. Ja. Hast du den gehört? Nein. Ja. Oh, läuft bei ihm.
Alter, wieso esse ich eigentlich Chili-Style-Stapel-Chips von Snacks? Ja, Alter, sag du mal Chili-Style-Stapel-Chips von Snacks. Chili-Style-Stapel-Chips. Kannst du das damit richtig vorlesen? Nein! Ey, 16 Links für den bei die Brust geschossen, den Wichser. Oh, lol, ich hab ein, Stapel-Chips. Bastarde! Hey! Was ist denn das für ein Bullshit? Chili-Style-Stapel-Chips von Sunset, Alter. Ich scheiß Stapel-Chips. Ich kann dich auch so machen, oder? Ach man, wir wollen das ausprobieren und du machst eine Scheiße einfach. Man wird panisch. Er trifft einfach nicht. Das ist so ein Gott, wie ist auf dem bis auf so einen Rummelplatz einmal hoch und runter, ne? Mann, ey, scheiß Diegel. Wäre vorher gut geaimt, auch mal so. What the fuck, Alter? Mit machst du mit? Die Wo? Was bei euch so? Ich bin gleich am Überholen. Ja, Überholen. Warum fährst du weiter, du musst abbiegen? Oh. Spielt ihr mit einem Random? Ja, ja mit mir. Markus, du zählst dich als Rap. Doch, doch. Ja, Niklas, eigentlich ja wegen TLT, ja, aber Samstag spielt eh fast nie TLT, keine Ahnung, ist halt immer so normal, aber... Ja, Samstag ist das nämlich illegal. Ach, aber Freitag musst du mir damit so lange auf den Piss gehen, obwohl ich dir fünfmal gesagt hab, nö. Ja, das war siebte Titler. Auch TTT. Ja, da hab ich dich nur gefragt, hast du aber ja gesagt. Du hast mich fünfmal insgesamt gefragt, willst du jetzt mitspielen, willst du jetzt mitspielen, willst du jetzt mitspielen. Das steht das Ziel. Und ich habe nicht übertrieben. Du weißt es genau, das ist nicht übertrieben, das ist einfach die Wahrheit. Ja, das stimmt. Welche Maps wollen wir übrigens spielen? Also Aztec. Das 2 habe ich gehört. Nee. Und du bist trotzdem noch der Höchste, das ist das Traurige dabei. Ich spiele halt nur noch Wingman, deswegen. Ich spiele mit Fry nur noch Wingman, Kai. Weißt du wieso? Weil der kompetent ist im Gegensatz zu dir, du Vogel. Wingman, das braucht keiner. Alter. Ey, gefühlt ist diese Diskussion jeden Tag einfach, ne? Was ich aber anmerken möchte, Niklas, aber das ist der Ausrede, wo man dran nicht so. Niklas, dafür bin ich niemand, der aus der Feindsicht einfach aussteigt, weil er Pech hat mit dem Spiel. Hä, wieso Pech? Ja, wenn man so Unluck im Monster rausstellt, dann sagt, nö, ich mach keinen Bock mehr. Wieso Unluck, Alter? Das Spiel ist einfach nur scheiße programmiert. Ja, das stimmt, aber jeder war beschissen. Ja, also, das ist kein Unluck. Kein ja, aber jeder war beschissen, das gleicht sich alles aus im Spurs. Wieso ist jeder... Ja, nur ist er dumm? Nur ist der Unterschied, dass du im Sport keine Luck hast. Was? Aber ganz ehrlich, ich immer gerecht. Bestimmt hab ich auch noch einen, wo ich beschissen werde. Guck mal, mit Summer sieht eigentlich aus, wenn man Luck gezogen ist, als zwar nur beschissen vom Spiel. Kai, Kai, du bist immer beschissen. Kai, halt dein Maul, ich bin ranghöher als du, ich kann dir das befehlen. Ja, das sind wir ja gewohnt. Was, Niklas, bist du hören? Hey, yo! Niklas, selbst das doch nicht so sehr bewegt. Niklas, was ist denn passiert, Alter? Was ist denn passiert mit dir? Warum bist du noch Gold 3? Ja, weil ich mit dir die ganze Zeit nur gespielt habe. Ich hab kein einziges Matchmaking mehr, außer mit dir gespielt. Und die letzten 4 oder so habe ich mit dir nur verloren. Mich halt verlierst und du deswegen immer. Deswegen spiele ich mit Fry nur noch Wingman und wir sind jetzt beide DMG. Wingman wird nie durchkommen. Ey, ich versteh's nicht, warum du immer gegen alle einigermaßen neue Maps immer rumhatest. Ich versteh's halt nicht. Ja, Kai, was hast denn du gegen Cash und Dust 2? Ich hab damit nichts. Wir können die auch spielen von mir aus, aber. Ja, Kai, das ist schon reinflamen. Ich spiel jetzt Mirage. Warte mal, über wen beschwerst du dich überhaupt gerade? Kai beschwert sich gerade darüber, dass ich Cash und so wegen euch rausgenommen habe. Wie gesagt, also bei mir ist die Krise gebrannt, ist nicht so schlimm. Bei mir aus, guck mal, so spielen. Bei mir ist immer, wenn ich eine Map lange Zeit, wenn ich wirklich mehr Runden nicht dann auf die Fresse bekomme in der Map, dann habe ich erstmal keinen Bock mehr. Also, wie gesagt, nicht, bei mir ist so, mir ist das egal. Kai, wieso beschwerst du dich bei mir? Beschwer dich bei Mietz, der wollte kein Cash drin haben. Ja, okay, also wie gesagt, bei mir. Also, mir ist es ganz einfach egal. Bei mir ist halt auch das 2 und mir und Cash reingekommen. Cash habe ich immer erklären! Ich will mich jetzt nicht erklären! Nein, wir wollen ja nicht was erklären, wenn man nicht hört. Doch, ich Schnauze, das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl, Alter.
Willst du doch immer meine 1000 setzen erstmal wieder hier? Kennst du mich da schon? Okay, verlierst du noch 1000 wieder. Auf wer hast du wieder auf dich gesetzt? Ja, klar. Das wir geben Gas, oder? Wir schaffen das. Mitzel, was denkst du? Natürlich gebe ich auf mich, setz ich auf mich. So, wenn wir 1000 auf mich setzen. Was ist das hier für ein Duke or Death, Alter? So, ich habe 1000 auf mich gesetzt, das klappt jetzt. Ach, man, ich hab schon wieder verloren, ne? Ich war also. So, 1000 auf mich setzen, man kennt das ja. Nein, guck mal, jetzt auf mich gesetzt, jetzt plus gemacht. Ja, ich hab aber wieder auf mich gesetzt. So, mal wieder 1000 auf mich setzen, ne? Manche haben schon wieder 1000 Euro minus gemacht. So, mal jemand 1000 auf mich setzen. So, perfekt. Mann, ey, ich hab schon wieder nicht gewonnen, ey. Ich hab mal wieder 1000 auf mich gesetzt. Oh, da ist die Rennen, da ist die Zielgerade und yes! Ja, guck mal, erster Platz. Du bist erster, ey, das ist doch so schön zu lesen. Viel Spaß bei deinem gratis Essen. Ja, klar. Übrigens, ich hab nicht auf YouTube Kacke abonniert. Wie bitte? Ich hab nicht noch YouTube Kacke abonniert, das muss immer durchgehen. Also meine Abos sind Higo, PeetSweet, Best of PeetSweet, PeetSweet TV, Felix, Sun, Daluka, Top 10, Trilux, Frag PeetSweet, The Big Clan, Faktastisch, Big Bang Theory, Big Bang Theory, The Big Bang Theory, Mr. Salatkopf, Borsianus, Tanzverbot, Meinungshose, Galilee, The Big Bang Theory, 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 Mythenakte, Top Held, Daluka, Additional Gameplay, One Football Deutschland. Und ich mach auch keinen Scherz. Ja? Ich muss es hier weiterzählen, ey. Der Fatwet Medium Sniff, so Strato, Peace mit Animated und Hand of Uncut. So. Zu hart gewappt. Mit einem. Ich möchte nicht wirklich einfach nur Zucker schreiben, sei doch ehrlich. Ja, was geil. Zu hart gewappt, was ist mit Doppel-P geschrieben? Gewappt, Junge! Achso! Achso, ja, da rechts ein Fehler. Ich schaffe das Wort. Und du bist der hat einfach zu hart gerappt. Er hat einfach zu hart gerappt. Timo. So, schau mal Camper Jansen zu. Camper Jansen, wer ist denn Camper Jansen? Niklas ist Camper Jansen. Ach, weil er Marcel heißt, wow. Ja, Niklas ist Camper Jansen, weil er Marcel heißt. Hey, Bruder. Machen Sie sich gefasst auf die Ansprache von Ihrem Präsidenten. Niklas David Marcel Lotbox Camper Jansen. Chili-Style-Stapel-Chips von Sunslash, ne? Was warten wir jetzt? Hättest du eigentlich auch Michael dann das war ein Cheeseburger-Fleisch beim Essen. Wow. Was? Warst du bei Meckens? Findest du? Nein, meine Mutter war gerade bei Meckens, weil ich gerade von der Autobahn zurückkam und sie meinte so... Wie von der Autobahn? Die arbeitet auf der Autobahn, hast du? Nein, aber... Die gibt's jetzt Raststätten. Hi. Als Raststätten. Was heißt, sie machen muss? Die muss, heißt, sie muss schnell jetzt endlich in Baustellen fahren und gucken, ob da alles gut läuft. Kramplätze müssen verdichtet sein. Also auf der Autobahn. Wenn das so ist, muss ich ein paar Leute auf die Fresse hauen. Was macht ihr? Seid ihr beide zu doof dafür? Die Platten auf der Seite. Wollen wir uns die Räder kaputt fahren? Nee. Für 5 Minuten Arbeit? Ja. Das ist ein paar. Komm her, Junge. Ja, was, sie sagt denen, entweder machst du ja, mich oder ich komme her. Weißt du, wenn sie mich schickt, dann gehst du wirklich auf die Fresse. Alter, ne, mal ganz ehrlich hier. Was denn? Das ist so lustig. Warum denn, ey? Zebraschinken, Zungen zum Frühstück. Nika, ey, mal ganz ehrlich. Kann man zumindest essen. Ja, Zigeuner, Nika, das ist Zigeuner, echt mal. Du kannst halt schon wieder meinen Namen nehmen. Vorhin hast du schon meinen Namen genommen. Ja, stimmt, das ist wahr. Aber warum? Nika, kann doch auch Zetti essen. Aber warum, Lukas, warum ist das schon nicht korrekt so, Luke? Wieso Zauberer die essen? Zauberer ist zweimal. Der ist leider wahr. Ich wollte auch Ziegenloch schreiben, Kai, aber was ist das? Er wollte es wirklich schreiben? Nee, das ist kein Synonym für ein Was ist denn der Zugknoten? Was ist denn eine Zugang zur Hölle? Das zählt wohl oder was? Oder zu enges Loch? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt enges Loch, hallo? Ja, echt mal, soll ich mal zu enges Loch? Der Zugknoten. Kinder for One Gewinner? Ja, und die Kinder von heute denken sowas wahrscheinlich. Kinder for One kann man. Die kannst du nicht gewinnen. Das guckst du alle fertig aus. Ja, aber wenn du teilnimmst, kannst du. Ja, was mein ich als Teilnehmer? Kannst du nicht gewinnen? Na, wenn ich bei Teilnehmer gerne nicht das Gewinn dort. Jetzt mal ganz ehrlich, da kann ich ja so gewinnen. Hä? Ich kann den noch for One gewinnen. Was ist das denn? Ja, wenn du daran teilnimmst in der Show und dann gewinnst. Dinner for One ist ein Sketch, der vor Uhrzeit aufgezeichnet wurde. Ja, es gibt aber die Sendung Dinner for One. Ich google mal Dinner for One. Ja, das perfekte. Das ist ein Sketch, der immer, der zu, immer zu Silvester. Uralter Sketch, da kannst du nicht gewinnen. Ja, Dinner for One auch unter dem Titel. Der 90. Fußball ist eine Fernsehsendung des NDR aus dem Jahr 1963. Es handelt sich um einen etwa 18-minütigen Arsch.
Hier ist noch mit vollem Selbstbewusstsein vorliesen. Worauf sitzt man gerne? Dudel sagt? Sitzt man gerne auf dem Dudel. Ja, ich sitz gerne, wenn man Dudel sagt. Damit machst du den kaputt, Mann. Genau. Aber ich hasse Dudel, ich sitze drauf, damit die kaputt gehen. Ja, guck mal. Das ist eine gute Argumentation. Ich mal rein, Dudel sagt, damit die kaputt gehen. Dann würde ich es sein lassen. Ey, sag ich mal. Also mal ganz ehrlich, ich setz mich drauf, wenn die kaputt gehen, weil ich die nicht mag. Warum ist der Dudelsack nicht? Aber dunkle Wolle, weißt du, das ist doch Bullshit. Warum ist der Dudelsack jetzt bitte nicht? Ich versteh's schon wieder nicht. Weil es nicht bequem ist. Ja, wow, ey. Na und? Ich sitz aber gerne drauf. Ja, du, aber die Allgemeinheit nicht. Ja, weißt du, wenn ich den Dudelsack... Weißt du, wenn ich den Dudelsack als Clubverein frage? Genau, weil wenn da steht, wenn da stünde, worauf Kai gerne sitzt, hätte jeder Dudelsack geschrieben. Ja, nee. In Zukunft schon. Ey, wenn ich jetzt nicht Erster werde hier, fühle ich mich beschissen. Ja, dann... Dann wegen Indiens, ey. Dann fühle ich mich beschissen. Juhu, Sanddollar! Ach, Mann, ey. Ich bin Dritter. Ja, guck mal, was soll denn die Scheiße? Vierter. Schön. Er hat noch 6 HP. Schön. Nice, ich auch gehört. Ey, der Rollleiter, der PC, hinter den Grünen. Ah, nee, oder? Nee, stopp, ja. Der auch. Ja! Nein! Wo ist das? Ja, 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 ey, Mann, es geht nicht rein, Alter, angeblich. Wir sind jetzt hier. Ey, das zeigt mir eigentlich so. Nein! Warum ist da? Was? Was? Mann! Das ist. Komm, gib mir den! Och, Mann, ey! Balkany, 2 Balkany, alle 14 HP! Kann einer. Ach so! Ja, klar, eine habe. Mann, dieser Hohensohn, Alter! Das ist vergangen. Mann, ey, gib mir im Laufen Balkany oben, müssen wir was mit Befehl. Ach Mann, ich bin so hässlich, ey. Mann, ich wurde eigentlich schon. Mitte ist was. Was? Tschüss, weg mit dir. Ach Mann, ey. Die ist all die Hose zu geben. Nee, ey, das ist doch echt. Ach Mann, der gibt mir mit Arme. Weißt du, er dreht sich natürlich um und guckt in die Richtung gerade, ey, wenn ich hinten backstabbe. Was? Er gibt mir einen Jump. Toll. Was? Er gibt mir. Das ist schon best. Nein, 120er Ruhepuls ist nicht gesund für dich. Geplätten. Och, Marcel! Mann, ey! Weißt du, was so ein dummes Match wieder von euch gefordert, wirklich? Ey, das Traum habt ihr nicht mehr ernst genommen. Hätte jetzt nicht sein müssen. Ihm stört das gar nicht. Du hast das gar nicht gestört. Was die Szene wieder weißen wir, wenn heiß. Okay. Back auf der Street und fahr auch das ganze Weed. Was?